Let's ImCon 25. Wer sehen will, was hier vorne vor den Beuten gerade passiert, der guckt sich einfach meine neue Videoserie der Erklärbienen an. Dort sage ich etwas dazu. Heute im Teil 25 geht es um eine andere Geschichte, und zwar um Honigverkauf und Honigkauf. Bleibt dran! Und zwar gibt es im Internet eine Internetseite, die nennt sich Nearbees. So, hier jetzt nochmal in groß. Nearbees.de ist die Adresse. Verlinkt auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Auf dieser Seite könnt ihr euren Honig anbieten und ebenso Honig aus eurer Nähe kaufen. Dort ist eine Karte verlinkt und ihr könnt eine Umkreissuche machen, welche Imker bei euch in der Nähe über diese Seite Honig anbieten. Verkaufen könnt ihr den Honig über solche Tüten. Da wird der Honig abgefüllt. Die sind wohl dicht. Aufmachen, Honig rein, und dann wird es oben zugebügelt oder per Wärme zugepresst. Auf der Internetseite aber auch alles nochmal beschrieben. Ihr könnt nochmal angeben, ein Zitat und ähnliches, könnt euer Etikett ein wenig selbst gestalten und den Honig dann verschicken. Zum Verschicken gibt es dann diese Umschläge, Honig abfüllen, Honig rein und dann Adresse drauf und ab in die Post. Wer da Interesse hat, einfach mal auf Nearbees vorbeischauen und ja, sich gegebenenfalls anmelden. Ich habe jetzt von Nearbees so ein Probepaket mal bekommen und unter anderem war da auch diese Bienenwiese drin. Auch hier möchte ich einfach nochmal aufmerksam machen. Streut einfach ein bisschen Bienenwiese bei euch im Garten aus, bei euch in irgendwelchen Blumenkübeln oder ähnliches. Ihr tut damit der Umwelt und den Bienen echt was Gutes. Und ja, würde mich darüber freuen, wenn jeder einfach so ein Tütchen bei sich ausstreut. Wer von euch Honig kauft, der kann das natürlich im Supermarkt machen, beim lokalen Imker in der Nähe oder auch bei nearbees.de. Warum ihr vielleicht nicht den industriellen Honig kaufen solltet, da gibt es einen ganz, ganz tollen Film, der nennt sich More Than Honey, also das ist eine Dokumentation. Kann ich nur empfehlen, und wenn ihr euch den angeschaut habt, dann wisst ihr auch, ja, warum es vielleicht sinnvoller ist, den Honig vom Imker oder ja, aus der Umgebung zu nehmen, als den industriellen Honig aus den Supermärkten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen was zu Honig erklären und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einfach einen Daumen hoch, und wenn nicht, dann hinterlasst einen Daumen runter und vergesst nicht noch auf Abonnieren zu drücken, weil ihr das noch nicht getan habt. Bis dann!